Also, jo Leute, ich bin's mal wieder, play mal wieder. Ja, ich habe schon lange keine Videos mehr gemacht, ich habe schon lange keine Base mehr gespielt, weil ihr seht, sie ist weg und ja, ich komme erst später wieder, weil ja, wegen meiner Schule und bla bla bla. Also vielleicht habt ihr ein letztes Unpacking gesehen, das war glaube ich vor 3 Wochen oder so, das war Uncharted 3. Habe ich leider mit meinem Handy aufgenommen, da meine Kamera keinen Akku mehr gehabt hat. Aber ja, gleich zeige ich euch mal schnell mit meiner Kamera. Also PG-16, Gewalt, ja, Network. Leider gibt es einen Network-Pass, wie hier steht. Ja, ein Player, aber online kann man zu zweit spielen. Also zu zwei kämpfen mit einem Charakter. Also das finde ich ganz gut. Ja, 1 GB zum Downloaden. Ja, das war bei mir gering. Ja, DualShock 3, bla bla bla, habe ich. Ja, 720p, Network Futures, bla bla bla. Ja, und 2 bis 10 Spiele online. Die Disk sieht so aus. Falls ihr euch fragt, wie viel es gekostet hat, beim E-Book kostet es ja nur 60 Euro, als ich es ja gekauft habe. Aber ich habe es mir beim GameStop gekauft, da hat es 70 gekostet. Aber ich wollte es einfach haben. Wirklich, ich wollte es einfach schnell haben. Deshalb habe ich auch mehr gezahlt. Hier ist auch noch die Spielanleitung, ich glaube auch nicht farbig. Ja, leider. So wie bei Teil 2, Teil 1 kaufe ich mir jetzt dann noch und ja. Also, ich unpacke heute mein Playbook und der Brocode, falls ihr Hall mit jemand erkennen will, solltet ihr eigentlich die beiden Bücher kennen. Ja, also beides von Barney Stinson und Matt Cohn. Ja, ich habe sie jetzt schon lange gespielt, aber ja, ich habe auch schon beide durchgelesen. Ja, weil Playbook, ja, ich glaube, ihr versteht das. Also, das Buch als Playbook spielen, vielleicht mich. Mädels klar machen von How I Met Your Mother, ja, von Al Town, von Brocode. Ja, so sieht es aus. Kann das hier sehen, ja, jetzt ungefähr. Ja, also, rück mal mit der Kamera nach hinten und dann mache ich so. Ja, sieht man hier oben der Trick, wie er heißt. Zum Beispiel, der mein Penis erfüllt Wünsche. Ihr könnt das jetzt nicht so gut sehen, aber dort steht Erfolgsquote ganz oben, 10% und Zielgruppe Romantikerin, Dummchen, bla bla bla. Voraussetzungen: wallender Umhang, Chromschwert, Turban, Penis. So lange wie man braucht, um aus Pappe und Alufolie ein Krummschwert zu basteln, ist die Vorbereitungszeit und Schwachpunkte könnte von manchen Mädels aus dem Nahen Osten als Kränkung empfunden werden. Ja, hier unten steht auch, wie man es macht und ja, das Buch ist eigentlich echt geil. Ja, ist zwar jetzt nicht so wie in der TV-Serie, dass es so geil aussieht, aber ja, hier noch der Brocode. Jetzt zeige ich das von innen auch wieder. Wieder von Barney Stinson und Matt Cohn. Steht auch hier. Also hier der Brocode. Ja, von Riva. Hier stehen zum Beispiel Artikel. Und ja, sagen wir jetzt mal Artikel 102. Ein Pro muss sein Wingman sorgfältig auswählen und trainieren. Ja, Bewerbungsformular für den Posten als Wingman. Bla bla. Kann man sowas machen. Und ja. Ja, gibt es dann nicht und irgendwo sollte es auch irgendwie eine Wingman-Spur geben. Falls ihr die TV-Serie gesehen habt, würdet ihr es kennen. Auf jeden Fall hier ist eine Originalseite von Brocode, also TV-Brocode. Und ja, falls ihr wissen wollt, was ein Bro ist, man kann die Bros als Freunde bezeichnen, die einfach nach solchen Regeln leben, kann man sagen. Und Wingman, ja, Wingman wird man kennen. Ja, und ja, Wingman kennt man, wo die meisten kennen ihn, wenn man How I Met Your Mother gesehen hat. Und ja, also an und für sich ist ja das Unpacking jetzt schon zu Ende von meinen 2 Büchern. Naja, ja. Aber eines möchte ich ja jetzt noch herzeigen. Das hier. Dafür habe ich 8 Euro bezahlt. Ich
ihr kennt wahrscheinlich aus den Filmen, vielleicht habt ihr auch schon selber damit gespielt. Das ist so ein Kran und da wirft man so 1 € rein und dann kann man eben so bla bla. Und dann bekommt man, wenn man Glück hat, ein Stofftier. Ich habe 8-mal gespielt und habe noch keines bekommen bis das hier. Und mein Kumpel hat 1-mal gespielt und hat 2 bekommen. Ja, bisschen unfair, aber scheiß drauf. Sieht cool aus. Ja, damit ist jetzt das Unpicking komplett zu Ende. Und falls ihr noch Fragen habt, wie mein Handy jetzt aussieht, weil warte, ich bin wieder da, auch mit einer Background-Musik, weil ich musste jetzt noch helfen. Also jetzt bin ich wieder da. Vielleicht erkennt ihr ein paar Lichtverhältnisse, die ein bisschen anders sind, aber ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich vorher sagen wollte. Also beende ich einfach dieses Unpacking. Ach ja, ich weiß schon. Ihr wisst ja, ich habe letztes Mal bei Uncharted 3 mit meinem Handy aufgenommen, falls irgendjemand sagt, ja Mann, das Handy ist so cool, das will ich auch. Glaubt mir, das wollt ihr nicht, das ist zu alt. Also komisch, dass die Kamera 5 Megapixel ist, aber sonst ist das Handy Schrott. Also kauft euch lieber eine Kamera, bevor ihr euch so ein scheiß Handy kauft. Ja, ich habe hier jetzt dann eine Kamera, kaufe ich mir auch. Kostet 88 €. Also in der Zwischenzeit wird entweder teurer oder billiger, weil es sind jetzt die Weihnachtswochen. Ja, auf jeden Fall hat die 14 Megapixel, kann HD-Videos machen, aber die erste Zeit werde ich dann mit meinem iPod-Videos machen, weil es ist einfach HD. Also mir ist das einfach egal, aber iPod HD, mir ist lieber ein gutes HD-Video als ein schlechtes HD-Video. Also ein gutes 360p-Video, also ja, ich meine davon den Bildverhältnissen nicht Julia Now nicht 3D oder unbekannter HD. Also nein, mir ist wirklich lieber HD, weil sieht man wirklich alles und alle genauesten Sachen. Zum Beispiel das hier kann man jetzt auf meiner Kamera nicht mehr so gut lesen. Ja, man kann es probieren, aber ja, würde ich nicht empfehlen. Empfehlen. Ja. Hey, hier habe ich einen guten Ted Mosby. Erfolgsquote 5% und das ist doch nun wieder mal typisch Ted. Ja, also, ihr seht, ein paar Spieße sind auch drin. Ja, das hat mir von den zwei eigentlich der Brocode gefallen. Ja, hat doch ein bisschen mehr gekostet. Ich kaufe mir jetzt bald die App für den iPod auch. Ja, also für den neuen iPod, weil mit den alten werde ich jetzt keinen Brocode mehr raufgeben. Ja, auf jeden Fall, der hat mir viel besser gefallen als das Playbook, weil beim Brocode sind viel mehr Spieße und alles drin. Also gibt es auch irgendwas mit Chicks und irgend sowas. Ja, mit Alters Sachen, ja. Händeschlag. Zum Beispiel hier. Grüßt den Bro einen anderen Bro, so kann er sich dabei das High Five des der Fa an Faustgrußes oder des brolischen Schulterschlags bedienen, jedoch niemals einer Umarmung. Also, das ist erster Schritt, Handschlag, Hände umfassend. Das ist zweiter Schritt, Oberkörper zueinander neigen, dabei ausreichend Sicherheitsabstand im Intimbereich wahren. Sieht man auch hier. Ja. Dann dritter Schritt, wie ein leichter Schlag auf den Rücken. Ja. Ja, falls ihr das jetzt nicht habt, hier noch etwas, Artikel 17. Zum Beispiel, bla bla, ein Boss sollte seinen Arbeitskollegen nett und höflich sein, es sei denn, sie stehen in der Anschnauzpyramide unter ihm. Das ist das von Barney, oberstes Geheim, dann aus Aufsichtsrat Barney. Vizepräsident Synergetik, Geheim und französischer Präsident. Also, ich glaube nicht, dass Barney höher ist als der französische Präsident. Also, ich glaube, da lügt er und das Buch auch. Also in der Serie, in echt ist der schwul, falls ihr das schon wisst. Jetzt wisst ihr es. Und ja. Also, damit beende ich jetzt das Unpacking.
Und falls ihr jetzt wirklich Bock auf das Uncharted 3 Unpacking habt, es steht jetzt dort, wo Uncharted 3 ist, hoffe ich. Blende ich ein, so ungefähr, wenn es geht. Und wenn nicht, wenn es jetzt nicht geht, hier auf den Like-Button drücken. Dann liked ihr mich. Nein. Aber dann kommt ihr, glaube ich, zum Unpacking, wenn ich das einstelle. Auf jeden Fall. Drückt eben drauf und dann werdet ihr es sehen. Zu langsam? Nein. Nein, Schatz. Okay, ob jetzt drückt ihr drauf. So, Zeit aus. Ja, damit beende ich jetzt das Video und gute